Und damit hallo und willkommen zurück hier zum Landwirtschaftssimulator 19 auf der Ellerbach immer noch. Wir sind jetzt doch schon länger drauf, wie ich eigentlich erwartet habe. Und heute geht's darum, wir lassen mal schnell den Helfer etwas kalken. Genau, und dazu habe ich nämlich hier schon mal unseren Deutz hergestellt, denn bevor wir anfangen, das Feld 143 und 100, genau hier, das ist 115er, 143 und 100 sollen wir kalken, oder wäre nicht schlecht, wenn wir das kalken würden, wegen dem Ertrag, und dazu befüllen wir einmal hier unseren Kalkstreuer mit Kalk. Deswegen bin ich ja hergegangen und habe gesagt, ich habe jetzt den IT-Runner geholt. Das ist jetzt zwar mit dem Aufsatz, der eigentlich für die Ballen gedacht ist, aber es funktioniert eigentlich so auch ganz gut. Da kann man den nämlich zum Big Packs transportieren nehmen. Gerade der Kalk, der wird ja doch relativ schnell leer. Und dann können wir hergehen und können hier unseren Kalk nämlich immer spazieren fahren. Gerade wenn wir dann unterwegs sind, dann sehen wir schon, okay, da braucht man noch den Kalk. Dann kann man rüberfahren und kann den Kalkstreuer beladen. So, das müsste fertig sein, genau. Und dann schauen wir mal, was unser Helfer macht, oder? Ich würde nämlich sagen, wir lassen hier das Helferlein fahren. Ich hoffe nur, dass uns Glas hier und zum Milchtransporter ziehen können. Das wäre nämlich gar nicht schlecht, weil wir müssen ja unsere Milch wegbringen. Es ist nur die Überlegung, nehmen wir den kleinen oder den großen Anhänger, den es dafür gibt. Okay, der macht schon wieder Sachen, die gefallen mir gar nicht. Aber jetzt lassen wir ihn einfach mal. Schauen wir mal, was er draus macht, der Kollege Schnürschuh. Sollten wir nur hier dann noch die Sämaschine wegstellen. Die habe ich auch einfach da mal hingestellt. Dann lassen wir nämlich den IT-Runner hier mal stehen. Obwohl, ne, den stellen wir hier einfach auf den Weg. Bisschen auf die Seite. Und dann drehen wir hier um. Den haben wir komplett gepflügt, den Acker. Und wahrscheinlich müssen wir die hier nämlich dann auch wieder pflügen, wenn wir darauf Mais anpflanzt haben. Ich glaube, nach Mais sollten wir jetzt mal pflügen. So, dann stellen wir die. Ja, die stellen wir hier mit auf die Seite. Denn hier fangen wir ja an zum Säen. Und jetzt kommt die Entscheidung. Wir haben, also die Kühe habe ich noch ein bisschen gefüttert, da sind jetzt 60.000 Liter drin. Und Milch haben wir aktuell 6.000. Wir sind bei 99%, was die Produktivität angeht. Das ist, im Stall haben wir ziemlich sauber. Stroh haben wir einiges drin, Futter haben sie. Vor allem sie haben halt die Mischration, wenn wir jetzt nur Heu oder nur Gras reinschmeißen würden. Genau, hier unten steht es bei Häusern bei 75% und hier bei 25%. Und Milchwagen können wir nehmen, den, ja, wo ist er jetzt drin? Bei der Tierhaltung, glaube ich, genau. Entweder 32.000 Liter. Aber ich glaube, das wäre jetzt für uns noch ein bisschen sehr optimistisch. Deswegen nehmen wir einfach mal den hier und den nehmen wir in, nee, schwarz nicht, eigentlich das Chrom, oder? Kostet die andere Farbe was, 4000 extra, aber wir mieten uns ja sowieso. Ja, nehmen wir doch mal so, halt, mieten, genau. Schauen wir mal, wie er platziert worden ist. Ja. Vorwärts fahren wäre nicht schlecht.
Und dann bringen wir nämlich die Milch weg. Das sollte jetzt hier am Hof stehen eigentlich. Und da steht er. Blitzeblank noch. Und dann müssen wir gucken, wo wir die Milch überhaupt rauskriegen. Aber ich gehe mal davon aus. Ups. Ja, da ist wieder das bekannte Problem mit der Drehschemel. Aber wir kommen ja vorne rum. jetzt müssen wir nur schauen, wenn wir den hier irgendwo beladen können. Weil die Milch, glaube ich, die wird ja hier drin gelagert. Ups. Genau. Da ist unsere Milchstation. Deswegen gehe ich mal davon aus, wenn wir hier unseren Milchtank haben. Lass mich wieder raus. Hier zu. Dass wir hier irgendwo unsere Milch holen müssen. Deswegen fahren wir einfach da mal im Kreis. Da war schon was. Halt, falsche Taste. Na, jetzt springt es nicht mehr um. Naja, das schiebt man jetzt einfach mal rückwärts hin und dann sehen wir das schon. Ach nee. Ach nee. Hat's das vorhin auch schon angezeigt? Also gut. Dann befüllen wir das Ganze mit Milch. Schauen wir mal, wo kriegen wir sie los? Und zwar bei der Reifeisen. Und die Reifeisen ist hier oben. Genau. Fahren wir am besten gleich hier zum Hof raus. So. Befüllung ist vorbei. Dann haben wir unsere 6000 Liter Milch drin. Sachte fahren, nicht, dass wir schon alles voll Butter haben. Die beiden Anhänger, von denen werden wir uns doch verabschieden. Die verkaufe ich bis zum nächsten Mal. Dann sieht der Kontostand wahrscheinlich auch etwas besser aus. Hier geht's rein.
Und abladen können wir es. Blum starten. Nein, ich möchte es gerne abladen. Wahrscheinlich hier ums Eck. Genau, überladen. Und wir haben 14.000. Das sollten 26. 120 kommen raus, genau. 12.800. Ja. Also 12.800 und wir haben, was haben wir investiert? Gut, die Kühe, die haben wir gekauft. Das schauen wir uns am Hof gleich mal an, die Zahlen. Also jetzt da hat das wieder nicht angezeigt. Und wenn wir jetzt die Tür einmal aufmachen, steht die massive Schubkarre im Weg. Dann steht es mir dran, also zum Milchbefüllen bitte die Tür aufmachen. Wahrscheinlich legen wir das selber dann einen Schlauch raus. So, und jetzt zu den Zahlen. Wir haben neue Tiere waren 100.000, genau. Und wir haben jetzt Ertrag bekommen 12.800, was wir an Milch haben. Und wir sparen uns ja jetzt dann unseren Dünger. Das heißt, wir haben Gülle 11.000 Liter und Mist haben wir 7.800. Deswegen können wir hier mit dem Mischbreite. Wo haben wir denn einen? Da ist Güllefässer. Der ist, glaube ich, hier bei den Anhängern mit drin. Mensch, dachte ich, dass die hier mit drin sind. Überladen, Zwischenspeicher. Ja, müssen. War hier was? Konfiguration, Aufbau. Ja, irgendwo waren sie auf jeden Fall mit drin. Irgendwo. Ah, sind sie doch. Mischstreuer, genau. Und mit so einem können wir dann nämlich unser Misch aufs Feld fahren. Zum Düngen. Oder alternativ halt mit der Gülle düngen. Gülle haben wir hier, das Joskin. Mit 15.000 Liter. Also da können wir bald das erste Fass voll wegfahren. Spart man sich eben auch noch und der so Düngerpack, Big Pack, der kostet, also der Flüssigdünger liegt bei 3.200. Also da haben wir schon etwas Ersparnis, wobei ich glaube die Gülle geht schnell raus. Aber das sehen wir dann, wenn wir hier mal angesät haben, denn unseren Mais, den sollte man gut pflegen. Und hier schauen wir jetzt nochmal schnell, was unser Helfer angestellt hat. Achso, der wird blockiert. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber vermutlich kann man das eh außenrum selber machen. Oder? Hat er hinten? Ja, so ein Zwischending hat er halt gemacht. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal kalk ich das Feld und das 100, glaube ich was. Das nehmen wir an. Das werden wir auch noch kalken. Damit wir da auf jeden Fall einen guten Ertrag rauskriegen. Und dann können wir den Mais säen und die anderen Felder vollends bewirtschaften, denn der Tag neigt sich ja dem Ende, es ist ja schon 17 Uhr. Also kalken wir halt das Feld vom Nachbarn auch noch gleich mit. Und die Bäume, da muss man noch was überlegen, das können wir auch mal ausprobieren. Weil der Stumpf auf der Seite da, der ist mir schon ganz schön im Weg, ehrlich gesagt. Sehe ich nichts mehr. Und ich glaube am anderen Feld, bei dem ist noch der kleine Baum und auf dem anderen Feld drüben ist auch so ein kleiner Baum. Da bin ich nämlich auch mit dem Flug hängen geblieben. Oder beim Flügen. Und die würde ich gern beseitigen.
Wunderbar, dann hätten wir die Milch weggebracht, wie wir es in der letzten Folge gesagt haben. Und jetzt, wie gesagt, mal die Felder fertig. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Wie immer, danke fürs Reinschauen und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.